Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Windows-Tutorial. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie man in Windows 10 den Mauszeiger ändern kann. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Wir gehen dafür zunächst auf Start, dann auf die Einstellungen und hier in den Bereich Geräte. Hier sehen wir an der Seite nun schon den Reiter für die Maus, klicken wir drauf und gehen hier in die weiteren Mausoptionen. Und da sind wir schon fast am Ziel und wir gehen noch in den Reiter Zeiger und da sehen wir nun, wie das im Moment ist. Ja, das ist der Mauszeiger, den ich habe. Ich kann nun hier unten anfangen, zum Beispiel diese Auswahl zu bearbeiten. Ich könnte die normale Auswahl, wie sie jetzt gerade ist, durchsuchen und dafür zum Beispiel diesen kleinen Zeigefinger nehmen. Öffnen wir mal, übernehmen wir so und jetzt ist mein normaler Mauszeiger eben dieser Zeigefinger. Das ist natürlich nicht so intuitiv, wenn man das nicht so gewohnt ist. Wir können das hier wieder auf den Standard zurücksetzen und übernehmen. Aber es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, denn ich kann nicht nur einzelne ändern, sondern ich kann auch sagen, ich möchte direkt das komplette Schema ändern. Und da sieht man auch, wenn man einfach mal durchklickt, welche Möglichkeiten es gibt. Und da wird für jeden meiner Meinung nach auch was dabei sein. Diese beiden Möglichkeiten habt ihr. Entweder ändert ihr einzelne Mauszeigersymbole, die je nach Kontext natürlich anders aussehen, oder ihr verwendet hier oben gleich ein komplett neues Schema. Am Ende natürlich immer Übernehmen drücken. Und damit sind wir dann auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.